Ja. Habe ich zufällig einen Schädel und einen Schlüssel dabei? Ja, Schlüssel habe ich schon mal, nur Schädel keinen. Denn das fehlte mir wohl, wie ich in den Kommentaren gelesen habe. Und ja, ich habe das Rätsel eigentlich schon mal gelöst. Aber wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, mein Puffer wird immer geleert, sobald ein Let's Play vorbei ist. So, wie komme ich jetzt an einen Schädel ran? Wahrscheinlich mal wieder in einer der Rumpelkammern. Und dazu werde ich schon wieder durch die Dinos durch müssen. Das ist doch echt albern. Wieso kriegen wir die Tür hier nicht auf? Da experimentiere ich doch mal ein bisschen was rum. Das habe ich aber schon gemacht, ne? Ich hatte überall schon was reingelegt. Ich hatte auch schon mal überall was reingelegt. Geht alles nicht. War das eine Einwegtür? Oder musste von der Seite aus. Was war dahinter? Hier war der Teleporter. Können wir vielleicht so abkürzen? Oh, das war ein guter Zeitpunkt, dass wir hier gelandet sind. Denn das Rätsel habe ich ganz vergessen gehabt. Wir haben zwar keine neuen Fackeln, aber ich kann einfach mal rumexperimentieren. Was schmeißen wir denn mal? Ah, wir mussten eine Himmelsrichtung schmeißen. Ich weiß noch nicht mehr in welche. Also schmeißen wir mal in jede eine Flasche. Das schien nicht der richtige Punkt gewesen zu sein. Okay, nochmal. Also haben wir jetzt dieses Feld und dieses Feld. Kommt mit. Das ist jetzt der Hinweis bestimmt. Ja, stehe, wo die Schatten der Fackeln sich kreuzen und werfe einen Stein mit all deiner Macht nach Osten und nach Norden. Ah, okay. Jetzt ist nur die Frage, was mit dem Stein wirklich so gemeint ist. Also ob man unbedingt einen Stein schmeißen muss oder ob nicht auch eine Flasche reicht. Und genau deswegen habe ich meine heiligen Steine eigentlich immer dabei gehabt. Finde ich nur nicht. Also da, wo sie sich kreuzen, dann nach Osten und Norden. Wo ist Osten? Da ist Osten, da ist Norden. Das sind ja eigentlich nur drei Felder, richtig? Ich denke mal nicht, dass das hier sich kreuzen wird. Also schmeißen wir einfach mal Flaschen von hier nach da. Nach da. Da und da. Da und da. Also die drei Felder haben wir jetzt. Aber ich glaube, letztes Mal hätte ich das auch mit einem Ninja-Stern gemacht und nicht mit einem Stein. Aber, wie ihr ja schon gemerkt habt, kann man sich bei sowas doch recht schnell irren. Also, dieses Feld, dieses Feld, dieses Feld habe ich schon gemacht. Okay, mal dieses Feld. Dieses Feld. Dieses Feld. Immer noch alles zu. Okay, also die. Können wir umgucken. Die sechs Felder hier vor uns. Da. Und da. Da. Das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, hätte ich einfach neue Fackeln gesucht. Ne? Oh, oder ich kann mir einfach merken, wo der Schatten ist. Weg damit. Also, die wirft einen Schatten da lang. Von der Säule zu der Säule. So, also von der Säule zu der Ecke war der eine Schatten. Also es ist doch das Feld hier. Ich höre nichts aufgehen. Aber vielleicht fliegen Steine ja auch weiter. Oder Ninja-Sterne. Ja, komm. Also, dran denken. Hier ist immer noch ein Rätsel, das gelöst werden will. Wir brauchen jetzt nur einen Stein. Und einen Schädel. Und wo zur Hölle sind wir? Da sind wir. Nee, wir konnten keine Dinos überspringen. Schade, schade. Aber da haben wir langsam Übungen drin. Flitzen wir aber dran vorbei und gut ist. War das gerade eine Fackel? Du kommst mit. So. Ich höre jetzt schon einen.
Wahrscheinlich sind es inzwischen 30 oder 40 Dinos, weil wir schon so oft hier durchgelaufen sind. Das war nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Und vorbei. Ja, es sind inzwischen ein paar mehr geworden. Da wären wir also wieder. Liegt hier oben vielleicht noch irgendwo eine Fackel rum? Nee. Nö, schaut nicht so aus. So, diesmal springen wir da nicht runter. Sondern laufen wir hier noch ein wenig rum. Vielleicht habe ich hier noch irgendwo eine Fackel hingeschmissen. Oder eine Halterung eingelassen. Schon sind wir bei 2. Und Steine. Werde ich Steine irgendwo auf dem Boden gelassen haben? Vielleicht. Wahrscheinlicher aber in der Rumpelkammer. So, dann Gang lang flitzen. Also an die Torumgeschwindigkeit habe ich mich jetzt schon so sehr gewöhnt. Ich glaube, wenn ich jetzt normales Spiel anfangen würde, wäre das echt übel. So. Jetzt sind wir wieder da, wo wir eben gerade raus sind. Hier ist Fackel Nummer 3. Ja, jetzt nochmal zurücklaufen. Nee. So, was haben wir an Tränken? Wir haben nur Flaschen. Die haben wir ja alle fleißig verbraucht. Das heißt, ich mische mir jetzt mal einen Geschwindigkeitstrank. Ah, ich habe das Rezept schon wieder vergessen. Nee. Jo. Also, Bluttropfen und Apfelmittel. Bluttropfen und Apfelmittel. Machen wir gleich noch einen zweiten von. So. Noch ein Heiltrank. So, noch ein Heiltrank. Und falls wir jetzt wieder so ein Dino-Ambush kommen, dann schlucken wir einfach einen Geschwindigkeitstrank und schnetzeln uns dadurch. Das muss ja langsam mal möglich sein. Da kommst du schon wieder. Für dich alleine trinken aber keinen Trank. Also die stehende Theorie ist ja immer noch, wenn man bestimmte Türen öffnet und schließt, spawnen Dinos. Ich hoffe nur einfach mal. Sackgasse. Oh, schick. Ich hoffe mal, das gilt aber nur für die da hinten und nicht für die beiden da. Wobei es eigentlich wahrscheinlicher ist, dass man unsichtbare Druckplatten auslöst, die dann was spawnen. Was ziemlich übel wäre, da ich ja mal rückwärts laufe, um die Viecher umzubringen. Aber ja. Gibt alles Erfahrungspunkte, wie man gerade gesehen hat. Wir haben hier wieder unser Level abbekommen. Bin schon wieder in die gleiche Ecke gelaufen. Na, ach komm schon. Ja, es soll nicht einfach sein. Wir spielen auf schwer und alleine im Toro-Modus und überhaupt. Aber trotzdem. So, jetzt habe ich hier langsam Übung drin. Flitzen wir einfach bestimmt falsch. Ja. Flitzen wir wieder hier lang. Und eigentlich wäre die richtige Entscheidung jetzt wahrscheinlich Schritt für Schritt alle Dinos wieder umzubringen, um da sicher durchzulaufen. Aber ich habe keine Lust auf sicher. Ich will jetzt endlich dieses Rätsel da unten lösen. Nachdem ich jetzt schon so oft hin und her gerast bin. Hilft nichts. So, dich nehmen mit. Auch wenn wir jetzt die andere Fackel nicht haben, aber das kriegen wir schon hin. Eigentlich brauchen wir nur den Stein. So. Tränke haben natürlich auch keine mehr. Die mache ich mir jetzt gleich und ich schluck die auch gleich. So. Apfelmittel, Bluttropfen. Das war nicht das Apfelmittel, das war das Apfelmittel. Ja, genau wegen dir, du doofes Ding. So, und noch zwei Heiltränke.
Auch wenn die Heiltränke bei denen nicht wirklich viel bringen. Ich meine, die schnappen 3-4 Mal zu und wir sind tot. Das ist eigentlich schon lächerlich. So, Nummer 1. Gucken wir mal, wie lange das anhält. Man sieht dieses kleine Symbol da bei seinem Charakterbild. So, nächster Dino. Jetzt räumen wir richtig auf. Bloß nicht umzingeln lassen, bloß nicht umzingeln lassen. Ich hätte mal noch eine Energie-Potion brauen sollen. Und ich bin in der Ecke. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, viel zu knapp. Und der Speed-Trank ist weg. Also er hält sich eine Weile, aber auch nicht ewig. So, kommen wir jetzt hier schnell durch. Oh, jetzt können wir mal gucken, wie man die Tür hier... Da ist schon mal Fackel Nummer 3. Ach, und die Tür konnte man hier mit dem einen Schalter auslösen. Aber das hielt nur so und so lange, richtig? Nee, das macht irgendwas Stein auf Stein. Jetzt bin ich verwirrt. Was nicht wirklich schwer ist in den letzten Tagen, aber... Hm. Na gut. Damit wären wir jetzt hoffentlich durch. Dreher Nummer 1. Dreher Nummer 2. Außer es lungert jetzt schon wieder so einer im Checkered Room rum. Das hatten wir ja auch schon mehrfach gehabt. Das war falsch. Komm, lass da bitte keinen sein. Doch. Deswegen haben wir auch die ganze Zeit Türen auf und zu gehen hören. Das war wieder zu knapp. So, raus aus dem Dino-Bereich. Wir wollen zur Rumpelkammer, wir wollen einen Schädel aufheben. Und einen Stein. Und wir sollten gleich unbedingt schlafen. Aber hier ist es mir nicht wirklich sicher. Ist es hier sicher? Oh, relativ. So. Schlafen. Mann, 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 was für ein Akt. Aber gut, hier werden wir hoffentlich einen Stein finden, eine Fackel und den Schädel. Schlüssel haben wir noch. Und dann können wir gleich noch ein bisschen anderen Krimskrams noch ein bisschen weiter runterschleppen. Auch wenn wir jetzt für keine Rätsel mehr Items brauchen von vorher. Hm. Na gut, da ist schon mal ein Schädel. Du kommst mit. Habe ich keinen Platz mehr. Da drin. So. Ist hier irgendwo unter dem ganzen Metall ein Stein versteckt? Funkelnder Drache, ein Plattpanzer, nö. Kräuter. Nee. Das heißt, wir dürfen jetzt den Dungeon nach einem Stein durchsuchen. Ja. Ich könnte auch einfach mit der Waffe gegen die Wand da schlagen, hätte ich auch einen. Aber, na gut. Wollen wir nicht pingelig sein? Habe ich mir selbst eingebrockt. Oh, ein Quicksave, das ist schon mal gut. So, wo könnte die nächste Rumpelkammer sein? Da. Ist aber keine. Notizen. Normalerweise pfeffere ich sowas hier immer in die nächste Wand, wenn ich es irgendwo auf dem Boden gefunden habe. Da geht es auch noch nach oben. Ich glaube, das war auch der Eingang, den wir zuerst genommen hatten. Aber auch keine Rumpelkammer. Schade. Na gut, hilft nichts. Weiter hoch. So. Da oder da? Was zur Hölle? Lass mich raus. Noch ein Schädel. Ich will nicht noch ein Schädel. Ich will einen Stein. Ich will nur einen Stein. Will ich gar nicht.
Hier unten war bestimmt nur ein Auffangbecken, ne? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Hier sind wir gerade hochgekommen. Da war nichts, da war nichts. Dass er sich das auch noch über Ebenen merkt, welche Taste man gedrückt hat. So. Okay. Da hinten. Ich sollte meine Rumpelkammer einfach mal markieren. So. Rumpelkammer. Auch wenn wir da zwangsläufig vorbeikommen, aber was soll's. Also, nächste Etage. Dum, 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 dum. So, hier wieder den Timer-Knopf drücken. Und da geht's runter. Wir wollen aber hoch. Also müssen wir durch die Phantomkanone schießen. Schieß. So. Und hier ist keine Kammer. Also müssen wir jetzt diesen... das ganze Gewusel da wieder durchmachen. Ein Teleportzauber wäre echt schick. Also so à la Morrowind, wo man sich den einen Punkt festsetzen kann und dahin immer wieder zurückspringen. Oder wenn man die Mods benutzt hat, mehrere von diesen Punkten setzen und dann dahin zurückspringen. Das ist echt praktisch. Gibt es ja auch bei recht vielen Spielen. Also Town Portal sei mal dahergestellt. Aber auch bei Might and Magic zum Beispiel die Wegpunkte setzen. Das ist schon echt cool, sowas. Da war wieder der Durchbruch. Das heißt, ich muss wieder da rum. Alles nur wegen einem Stein. Und ja, es wurde mir oft genug in den Kommentaren gesagt. Das war nicht klug. Außer hier unten liegt irgendwo ein Stein rum. Tut's aber nicht. Nimm, 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 nimm. Oh, hab mir da sogar einen Weg durchgespart. Das war alles pure Absicht. So, da ist das Labyrinth. Hier war das Rätsel mit der Zugluft. Gucken wir mal ganz kurz hier in die Kammer rein, ob da vielleicht ein Stein lag. Ne, nur Lumpen und Waffen. Na gut. Hier keine Rumpelkammer mehr. Ja, wir haben die alle schon ein bisschen zusammen. Haha, 13 heilige Steine. Warum habe ich euch jemals weggelegt? So, mitkommen. Fackel kommt auch mit. So, das ist jetzt meine Questlöstüte. Die Fackel, Schädel und Stein. Nochmal kurz überlegen. Ninja-Stern nehmen wir sicherheitshalber auch noch mit. Und das Ding einfach nur, weil wir es tragen können. So, also... Brauchen wir von hier oben noch irgendwas? Wir haben den Stein für das Rätsel mit den Fackeln. Also mit den überlappenden Schatten der Fackeln. Wir haben den Schädel für die für das Rätsel, was uns weiterbringt in der Hauptstory. Wir haben den Schlüssel für die Hauptstory. Wir haben Ninja-Sterne, falls es mit den Steinen nicht klappt. Falls die eventuell weiterfliegen. So. Ja, ich glaube, damit hätten wir alles. Also wieder runter. Ja. Aber das mache ich nicht jetzt, das mache ich in der nächsten Folge. Das heißt, jetzt wird erstmal gespeichert, weil wir ja so viel geschafft haben. Und in der nächsten Folge geht es dann wohl hoffentlich mit der Hauptstory weiter. Also bis gleich.